Willkommen zu den Nachrichten mit der Extraportion Milch. Karo Kaffee scheint nicht mehr so beliebt zu sein bei den Deutschen. Zumindest schließt Nestle ein Werk in Ludwigsburg und entlässt da auch 100 Mitarbeiter. Insgesamt gibt es eine Umstrukturierung, weil auch Maggi nicht mehr so beliebt in Deutschland ist. Dementsprechend werden 380 Mitarbeiter mit der Zeit jetzt entlassen und es wird sich deutlich mehr auf das steigende Wachstum mit Schokoladenprodukten konzentriert. Das Werk des Karo Cafés, das wandert jetzt aus nach Portugal. Schlafmangel führt zu Heißhunger. Das ist auch ein Thema, was in dem nächsten Magazin vorkommt. Aber hier wurde untersucht, was passiert bei 32 Leuten, wo eine Gruppe dann Schlafentzug hatte. Die hatten nämlich am nächsten Morgen dann einen erhöhten Spiegel an Ghrelin, was dann zu Heißhunger und die Lust auf Süßes bzw. kleine Snacks zwischendurch immer wieder führte. Sie mussten ein kleines Spiel in einem MRT machen und so weiter. Und man hat dann eben festgestellt, dass tatsächlich der Schlafmangel über verschiedene Mechanismen dazu führt, dass man am nächsten Tag eben Heißhunger bekommt. Heißt für euch, wenn der Schlaf an erster Stelle nicht stimmt, dann solltet ihr vielleicht daran erstmal arbeiten, bevor ihr irgendwelche anderen Möglichkeiten dann ausprobiert. Ab Januar gelten neue Verpackungsregeln. Finde ich auch eine ganz interessante Sache. Und zwar werden jetzt auch Fruchtsäfte, grüne Fruchtsäfte, solche Dinge oder Milchmischgetränke mit einem bestimmten Milchanteil auch verpfandet. Das bedeutet, da kommen wir dann auch 25 Cent drauf. Und es gibt auch Lizenzgebühren sogar für den grünen Punkt, das wusste ich auch nicht. Die werden auch ab Januar günstiger, damit soll der Anreiz geschaffen werden für Hersteller, Verpackungen herzustellen, die besser recycelt werden können. Es soll auch so sein, dass Einwegprodukte besser in oder deutlicher in entsprechenden Geschäften dann deklariert sind an den Regalen, damit man genau sehen kann, was ist Einweg, was ist Mehrweg. Und die Recyclingquote soll insgesamt so von rund 60 auf 90% bis 2022 erhöht werden. Also hier ist man dran, das Ganze dann mit dem Recycling deutlich besser zu gestalten. Die Zeichen für die Olympischen Spiele 2020 stehen schon und deshalb muss man jetzt auch schon gucken, wo der Nachwuchs im Triathlon bleibt. Und dementsprechend wurden jetzt einige Leute eben in den Kader berufen, in den deutschen Kader, unter dem Bundestrainer Faris Al-Sultan. Und im Kader, im Olympiakader sind hier Anja Knapp, Laura Lindemann, Jonas Breindinger, Jonas Schonburg und... Wenn ihr da mal Lust habt, so reinzugucken beim Triathlon, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Mixed Relay Staffel. Eine sehr interessante Sache mit sehr kurzen Strecken, sehr schnellen Sportlern und da solltet ihr mal reingucken. Das ist ein interessantes Format. Ein kleiner Hinweis, der jetzt auch die Runde macht, wahrscheinlich gerade zu Weihnachten. Ihr solltet sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ihr Post bekommt, vermeintliche Post per E-Mail von entweder PayPal oder Sparkassen. Da solltet ihr auf jeden Fall nicht unbedingt einfach so draufklicken, irgendwelche Daten eingeben, denn es sind sehr viele Phishing-Mails gerade im Umlauf. Bedeutet, wenn ihr eine Mail bekommt von eurer Sparkasse oder PayPal, dass da irgendwas ist, dann macht es am besten so, dass ihr in eurem Browser einfach direkt auf die Seite geht, ohne den Link in der E-Mail anzuklicken, denn dann werdet ihr mit Sicherheit auch dort benachrichtigt, wenn irgendwas wirklich sein sollte. Das heißt, niemals in der E-Mail einen Link von Sparkasse, PayPal oder irgendwelchen Seiten anklicken, wo ihr wirklich sensible Daten habt. Man hat jetzt herausgefunden, warum Frauen wahrscheinlich länger leben als Männer. Das liegt an den XX-Chromosomen. Die Männer haben XY, die Frauen haben XX und dementsprechend kann es sein, dass sie dadurch länger leben. Man hat Mäuse genommen hier, man hat das Geschlecht so verändert, dass man dann bei den Männern auch XX-Chromosome hatte und Männer natürlich damit XY. Und die mit zwei X-Chromosomen, die haben tatsächlich auch länger gelebt. Bedeutet, die Frauen haben einen evolutionären Vorteil, weil das X-Chromosom sehr viele Gene enthält, die fürs Überleben wichtig sind. Und da die Frauen hier mal wieder alles doppelt bekommen wegen Emanzipation und so ein Scheiß, ist es so, dass die wahrscheinlich länger leben. Also beschwert euch nicht da draußen immer, ihr habt sowieso die besseren genetischen Vorteile.
Stiftung Warentest hat Grippemittel untersucht und sie raten generell von Kombipräparaten ab. Auch Vitamin C ist nicht wirklich sinnvoll dabei. Man sollte lieber auf Einzelpräparate setzen, wenn man wirklich Beschwerden hat. Also wenn die Nase wirklich extrem zu ist und man braucht sie für irgendwas, sollte man doch lieber ein Nasenspray nehmen. Wenn die Schmerzen wirklich nicht mehr auszuhalten sind, dann eventuell ein Schmerzmittel nehmen. Aber ansonsten ist dazu zu raten, das Ganze dem Körper machen zu lassen. Es geht auch nicht schneller mit irgendwelchen Präparaten. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, schaut euch das an, gebt einfach mal Pogegrippe ein, da findet ihr ein paar Tipps. Generell wird auch dazu geraten, Vorbeuge zu treffen, indem man sich eben regelmäßiger die Hände wäscht. Antibakterielle Seife ist dafür nicht nötig. Man sollte große Menschenansammlungen eben meiden, gerade U-Bahn und solche Dinge, und sich dann eben nicht, wenn man eine Stange angefasst hat in der U-Bahn, dann durchs Gesicht gehen, denn dann überträgt man natürlich Viren und Bakterien auf sich. Das heißt, vorbeugen, bisschen drauf achten, gerade jetzt in der Winterzeit bei großen Menschenansammlungen. Und ansonsten Kombipräparate lieber stehen lassen. Die sind doch sehr teuer und bringen in der Regel sehr, sehr wenig. Und jetzt zum Wetter mit unserem Freund Rohr Hans. Hallo, ich stehe hier draußen und es ist arschkalt. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, weil ich stehe sowieso immer barfuß hier. Ich hätte mir was Warmes anziehen sollen, aber kauft mein QVC. Damit könnt ihr euch von innen wärmen, euer Herz wärmen und auch natürlich Krebs heilen und Durchfall auch noch. Zurück ins Studio. Unser Kapitän hat auch die neuesten Verkehrsmeldungen für euch. Ich hoffe, da ist was dabei. Jo, willkommen zu den Verkehrsnachrichten. Auf der A1 zwischen Dortmund und Münster kommt es zur Missionarstellung. Die Frau liegt dabei auf dem Rücken und lässt den Mann wieder mal die ganze Arbeit machen. Den ganzen Tag beim Kochen und beim Waschen schon entspannen und dann abends, wenn der Mann von der harten Arbeit nach Hause kommt, den auch noch die ganze Arbeit machen lassen. Der Mann kann aber hier der Frau die Augen verbinden oder die Hände ans Bett fesseln und dann kann er sich ein Bier holen und schön gemütlich sein Feierabendbier vorm Fernseher genießen. Das war's von den Verkehrsnachrichten. Das war's wieder mit den neuesten interessanten Neuigkeiten am Morgen. Und Daumen nach oben nicht vergessen, auch wenn ihr zuhört. Kommentare gerne unten rein zu den verschiedenen Themen. Wie gesagt, das ist nicht meine persönliche Meinung. Ich möchte das auch nicht im Detail jetzt auseinandernehmen, sondern das sind nur Nachrichten. Und was euch davon interessiert, können wir natürlich detailliert noch in anderen Videos weiter besprechen. Das war's. Schaut in die Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen wollt. Bis dann. Smoke, there we go.